Erziehung. Willst du sterben, Dieb? Ivo, bist du Gengar? Uhr, ne? Oh, hallo. Hast du was Neues für mich? Die, die für mich arbeiten, sind diesen Aufgaben nicht gewachsen. Aber du bist gefährlicher. Dieses Ziel hat einen deinen Fehler. Was bietest du heute an? Bitte der Tafelrunde, rechter Arm. Göttliche Armschiene. Kann man sich das eigentlich auch vorher angucken? Nee. Schwarzer Rabe. Wenn du komplett unbewaffnet bist. Natürlich cool, wenn du irgendeine Boxaufgabe hast. Ist das natürlich richtig nice. Uh, 15% weniger Schaden generell schon mal. Ist geil. Ja, richtig geil. Pass gut auf dich. Ich muss leider auf wieder. So ein Lichtmann hier. So ein guter Junge. Nee, warte mal, wir bauen erstmal vorher was, ne? Was bauen wir denn? Für mich in die Ferne, Sühnen. Kartenmacher? Karis Haus. Festmalstärkung. Ja, da gucken wir gleich mal. Viehzüchter. Auch Festmal. Maidas Haus hat auch Festmal. Ein Getreidehof. Also die vier Gebäude da. Die haben alle Festmal. Verstärkungen. Dann gucken wir mal. Das ist der Tätowierer. So, du hast plus 3 Rüstung. Okay. Du hast plus 3,8 Attentatschaden. Okay. Ja, Kampfschaden, ja. Mal nice. Und du hast auch Attentatschaden. Okay, dann bin ich für Fernkampf schon. Sehr schön. Okay, wir haben jetzt noch 60, ne? Also einen. Den könnte ich nur upgraden. Tätowierwerkstatt. Ich will mir überlegen, ob ich nicht. Schalte die Fähigkeit frei, Dinge auf der Weltkarte aufzudecken. Aber was meinen die damit? Dinge auf der Weltkarte aufzudecken. Aber ich nehme mal den Kartenmacher. Ich glaube, der lohnt sich. Ich glaube, der lohnt sich.
Erzähl mir, was du hier tust. Wenn ich dir etwas tätowieren soll, komm einfach vorbei. Du kannst mir jeden Entwurf mitbringen, den du findest. Aber ohne Laden keine Tätowierungen. Baue etwas für uns, sobald du kannst. Und wir machen uns ans Werk. Ich muss gehen. Bleib gesund. Bis bald. Sieh für mich, Sühnen. Sag mir doch noch mal, was du hier machst. Ich habe dieses wundervolle Land bereist und allerlei Geheimnisse und spannende Orte gefunden. Für etwas Geld teile ich mein Wissen. Wenn du Zugang zu meinen Karten willst, brauche ich Zugang zu einer Werkstatt. Vielleicht könntest du mir was bauen? Geld? Was tust du hier noch gleich? Ich habe dieses wundervolle Land bereist und allerlei Geheimnisse und spannende Orte gefunden. Für etwas Geld teile ich mein Wissen. Wenn du Zugang zu meinen Karten willst, brauche ich Zugang zu einer Werkstatt. Vielleicht könntest du mir was bauen? Nun muss ich gehen. Auf bald. Lebe wohl, Eivor. Aber ich will nicht so eine komische Karte haben, wo denn irgendwas aufgezeichnet ist. Wenn, dann möchte ich schon so eine Karte haben, die ich kaufe und dann kriege ich einen Weltkarteneintrag oder sowas. Also hier irgendwie so ein Ding, da ist irgendwas. Ich möchte nicht. Möchte nicht sowas hier haben. Entweder wurde man Text zum Lesen oder wo. Oder halt diese Zeichnung hast, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Kopf des Todeshundes. Wisst ihr was? Komm, wir können ja mal so einen besten Speicher hier machen. Und dann gucken wir mal, wie das da aussieht. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja nochmal neu laden. Der Kartenmacher. Das ist wirklich gute Arbeit. Danke, dass du das erledigt hast. Oh, ich hätte gedacht, der heißt Tingle. Was kannst du mir heute anbieten? Das Witten des Kartenmachers. Du findest vielleicht etwas Interessantes. Ja, okay, wo die Rüstung ist, weiß ich ja. Ach so, also das, was ich eigentlich eh schon die ganze Zeit sehe, zeigt er mir nur. Brauche ich ja nicht. Das brauche ich ja nun wirklich nicht. Ich bin hier, falls du noch etwas brauchst. Ich muss los. Bis bald. Pass auf dich auf. Brauche ich ja nun wirklich nicht. Kann ich ja selber sehen. Da brauche ich ja bloß meinen Vogel losschicken, der sieht das doch. Oder wenn ich hier Synchronisation mache. Okay, stattdessen nehmen wir dann die drei Rüstungen oder was? Oh. Hm?
Einkommen 85. Komm, dann sparen wir die Rohmaterialien. Also wenn, dann würde ich gerne auf Einkommensscheinen gehen. Rüstung ist vielleicht am Ende wichtig. Jetzt noch nicht so. Buddy! Kann man das einfach verstärken? Das jeden Upgrade man immer 3 Fernkampfschaden dazu bekommt. Zeithörner. Reise nach Elmenmann. Achso. Achso, so hieß der Typ vorhin. Was haben wir nie schön mit? Vertrag. Brenn alles nieder. Mach ich. Aber erstmal müssen wir eine Hochzeit feiern. Schon die zweite in dem Spiel, oder? Eine hatten wir mit Cassandra da gesehen. Und das müsste jetzt schon die zweite sein. Mit voller Kraft. Komm, die Hochzeit wird gleich beginnen. Großartig! Feiern ja schon. Angemessenes Fest, mein Herr. Danke. Möge das Mahl ein gutes Zeichen für East Englers Zukunft sein. Eivor, ich bin so froh, dass du da bist. Wie siehst du denn aus? Das sieht dir ähnlich, einen König auf seiner Hochzeit warten zu lassen. Immerhin bin ich gekommen. Ein Teil von mir war schon besorgt. Um zu feiern. Ich versprach, deine Krönung zu sehen. Und da wären wir nun. Ohne dich wäre ich tot. Und eine weitere Hoffnung für East Engler vergeben. Gut siehst du aus, Oswald. Wie ein Mann, der gleich eine stärkere Frau ehelicht. Wirklich? Ich bin nämlich äußerst nervös. Von allen Schlachten, die ein Mann schlagen kann, ist die gegen ihn selbst die schwierigste. Quest abgeschlossen. Aha. Wo ist meine Belohnung? Bleibt die Mucke. Ach, ist wahrscheinlich lizenziert, ne? Blut.
Warum sagen die nichts? Hiermit ehre ich dich, bla bla bla, irgendwie so. Nix. Auch nichts, sagen die. War das früher nicht so üblich? Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Und fortan tragt ihr diese Namen. Oswald von Elmenham, erster seines Namens. Rechtmäßiger König von East Engla. Und Lady Valdis. Seele, Schwert und Schönheit dieser Lande. Auf zur Feier! Lasst uns prügeln! Du hast es geschafft, Statthalter. Nun sitzt dein König auf dem Thron East Englas. Du bist auch ein Teil dieses Liedes. Das haben wir zusammen erreicht. Nun kannst du weiter träumen. Von Feuern und Helheim. Irgendwann bin ich vom Weg abgekommen. Ich weiß nicht wann. Ich will nicht hier sein, das wollte ich nie. Dies war Halfdans Traum. Er befahl mir, ihn wahr werden zu lassen. In meinen Träumen bin ich auf dem Meer. Weißt du noch? Den Wind im Bart, Salz auf den Lippen. Nach diesem Leben sehne ich mich. Ob ich es finde oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Bis dahin lass uns fressen und saufen und die Schmerzen vergessen. Essen und saufen, let's go. Ah doch, 5 Opala ich bekommen. Warum auch immer. Aber der Typ ist irgendwie gestorben. Eivor, Lust auf eine Herausforderung? Mit dir? Von dir? Eivor! Wolfsmal, sieh da, meine Krüge. Da stehen sie. Auf diese Entfernung nicht kaputt zu kriegen, oder? Doch, sicherlich, Brodir. Wenn meine Waffen sie bitten, brechen sie. Selbst nach so viel Met? Wenn es dir gelingt, erhältst du eine Belohnung. Ah, halt die Augen lang genug offen, damit du mir zusehen kannst, du besoffene Laus. Ich konnte meinen Ohren auch kaum trauen. Oswald wollte es so. Was soll ich machen? Einfach nur... Aufgabe für das Wolfsmahl, so wie alles. Ach, kaum eine Herausforderung. Beeindruckend, beeindruckend. Hier, wie versprochen. Nun hab Spaß beim Fest. Und mehr Minispiele oder nur das eine? Wen kann ich hier noch 50 Silber aus der Tasche ziehen? Hier oben vielleicht. Die feiern auch, aber schon weit weg. Ich bleib mal bei der Mucke, wa? Hat noch nie so schön ausgesehen. Das war Oswald. Er hat allen Zierrat selbst ausgewählt. Skål, Eivor! Lass uns trinken! Langbein! Schließ dich uns an, Langbein! Ah, meine Kurzbeine. Wie ich Kinder. Sehe, geht es euch gut? Natürlich. Es gibt jetzt mehr als genug Kuchen in ganz East Engla. Für Langbeine und Kurzbeine. Ja. Hätte nicht gedacht, dass wir sie noch mal wiedersehen. Nicht in jedem Lied,
Was ist denn da? Oh, nochmal eine Schelle? Nee. Hat jetzt trinken will er, ja? Oh. Da ist kein Ale in deiner Hand. Lass uns das Problem lösen. Es erfordert schon einen ganz besonderen Schneid, zu trinken, bevor der neue König es tut. Ja, ein Schneid wie den deinen. Auf Odin und seine Ruhmestaten. Und den neuen König von East Engla. Möge seine Herrschaft lang und gut sein. Nicht schlecht, Wolfsmal. Ich wette, du könntest nicht mehr trinken als ich, selbst wenn du wolltest. Du hast schon verloren. Trotzdem eine Herausforderung. Was sagst du? Ich trinke dich unter den Tisch. Selbstsicher, was? Mal sehen, was du gegen das Alebeast aus East Engla ausrichten kannst. Mal gucken. Und wir machen es spannend. Bist du auch so frech, wenn du Silber setzen musst? Was meinst du? 130. Setzen wir nur unseren Stolz. Ich nehme an. Warum 130? Ist ja auch ein komischer Wert. Gedrückt. Stärker als ich. Du trinkst so gut wie Waldes. Nun, dafür würde ich zahlen, um das zu sehen. Wo wir vom Zahlen sprechen. Wo ist mein Silber? Ja, wohlverdient, Wolfsmal. Die Lache. Wie 100? Der hat mich beschissen. Junge, du hast mich beschissen. Der Weg nach Valhall führt nicht dort entlang, Finn! Er ist schon lange da oben. Wer ist Finn? Essen oder Finn retten? Ja, Finn retten muss. Evo! Evo! Etwas süßer Wein für ein süßes Schwein! Komm zu mir! Naja, schon dabei. Wenn ich gerade runtergesprungen wäre, wäre ich schon längst oben. Ich habe wieder vom Ruhm gekostet. Und der schmeckt gut. Die sagen gern, dass er unergründlich ist. Sieh, der Mond! Jetzt ist er unbesorgt. Doch eines Tages wird er von einem riesigen Wolf verschlungen und die Nacht wird auf ewig schwarz sein. Geht es dir gut? Ich habe endlich wieder Ruhm geschmeckt. Und er war köstlich. Freut mich zu hören. Dann... Ich fühlte mich immer wie Sköll oder Hati. Ständig auf der Jagd, um Halfdans Wünsche zu erfüllen. Doch nun habe ich Sonne und Mond gefangen. Ich hab sie und nun, ich weiß nicht.
Du kannst sie gehen lassen. Segle an neue Ufer. Mein Langschiff ist in Valhall. Oder hast du unser kleines Feuerchen vergessen? Na komm, bringen wir dich wieder auf festen Boden. Irgendwie dreht sich alles. Du bist sehr stark. Du bist sehr groß. Es tut mir leid, Eva. Ich hatte einen letzten Ruhmesmoment. Ich sollte glücklich sein. Ich bin glücklich. Danke. Es war noch nicht der letzte. Nicht der letzte. Endet er jetzt wirklich? Ja? Oder ist er jetzt nur tot? Nee, er bewegt sich noch. Ah, fand sie nicht so geil, ne? Ja. So gleich aufgestanden. Seht nur! Oh, ein Schweinchen! Der Eber steht für Fruchtbarkeit. Hast du das gewusst? So wie Frey. Worauf willst du hinaus? Du beeindruckst mich, Eivor. Deine Weisheit in der Schlacht. Deine Willensstärke. Deine vielen Fähigkeiten. Und doch frage ich mich, ob ich eine Fähigkeit besitze, mit der ich dich beeindrucken könnte. Auch ein Narr kann andere etwas lehren. Selbst wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Ja, ja. Aber ich könnte dir zeigen, wie man meinen Knüppel führt. Das ist nicht so. Nimm dir noch einen Miet, Freund. Willst du das Bett mit mir teilen? Ey, ich hab schon jemanden. Eva ist eine sehr treue Seele. Nimm dir noch ein Horn Miet, Bruder. Er wurde wohl mit Klee und Himbeeren gebraut. Hast du gehört, was ich... ja, der ist gut. Nur weiter so. Moment, hast du gehört? Hat mein Bruder mich gerufen? Ich glaube, ja, ich sollte gehen. Brudier? Genug von Spaß und Spielen. Ich sehe nach, wie es Oswald geht. So tanzt man hier in Elmenham. Na, wie geht's den Hochzeitspaar? Eivor, ich werde gleich zu unseren Gästen sprechen. Du sollst auch dabei sein. Bisher war es eine angemessene Feier. Und hattest du schon genug Spaß? Ich bin bereit für deine Rede ans Königreich. Gut, komm. Komm mit mir. Freunde, verehrte Gäste, wir haben schwere Zeiten durchgestanden. Für uns schien es nur Verlust und Leid zu geben. Und doch ist es nicht der Krieg, der uns eint, sondern das Mitgefühl. Mögen wir stets das Mitgefühl vorziehen, selbst wenn der Feind diese Tugend ablehnt. Meinen dänischen Freunden und Nachbarn spreche ich meinen Dank für ihre Tapferkeit während unseres gemeinsamen Kampfes aus. Und meinen Mitchristen wünsche ich, dass wir weiterhin als Beispiele für die Gnade Gottes stehen, als Lichter im Dunkeln. Ich sehe East Englas Zukunft vor mir. Genau hier, in euch allen, egal ob Dänen oder Sachsen, auf unsere Zukunft! Seine Beleidigungen sind immer noch schwach, aber Mut hat dieser König. Und auf Eivor, ohne die nichts von alledem möglich wäre. Im Namen East Englas möge dieser Ring für unser Bündnis mit dem Rabenclan stehen und für alles, was sie für uns getan haben. Hast du noch ein paar weise Worte für uns? Nein.
Oswald, du wärst nie meine erste Wahl als König gewesen. Oder die zweite. Ich wähnte dich schwach, beugsam und unentschlossen. Doch nicht alle sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Ich begriff, dass Oswalds Herz eines der größten ist, die ich je kannte. Er ist standhaft, er ist weise, er hat Mut, allesamt Eigenschaften, die eines Königs würdig sind. Er ist der König, den East Anglia verdient. Der König, den ihr braucht. Auf den guten König, Oswald! Auf Oswald! Skål! 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 So, liebe Leute, und jetzt beginnt das Hochzeitsrennen. Denkt daran, das Brautpaar muss auf jeden Fall gewinnen. Seid ruhig und macht euch bereit für das Hochzeitsrennen. Der König und die Braut gegen alle anderen. Oh, da kommt jemand. Mein König. Ist schon wieder. Die Schafe, die mich bewachen sollten, wurden geschoren. Oswald! König der Schafficker! Zeig dein Gesicht! Ich fordere dich. Ich nehme an. Soll er mal machen. Ohne Feld, nur Schweiß und Blut. Er mag verwundet sein, aber sei trotzdem auf der Hut. Bringen wir es zu Ende. Ich werde dich ins Grab bringen, Sachse. Ich werde dir alles nehmen. Oh, ein Treffer. Soll ein König gnädig sein bei so viel Engstirnigkeit und Missgunst? Ich gebe dir nicht die Befriedigung eines guten Todes, denn mein Gott verbietet solche Barbarei. Deshalb verstoße ich dich. Von jetzt an für immer. Du hast gewonnen. Mein Leben gehört dir. Dein Leben gehört Gott. Nun geh, verlass mein Königreich und komm niemals zurück. Ich verstehe die Religion der Sachsen einfach nicht. Oswald ist eine Münze mit Gnade auf der einen und Mut auf der anderen Seite. Es gibt nicht viele wie ihn. Das gebe ich zu. Bei Sachsen und denen. Ein denkwürdiges Schauspiel. So viel Mut und Zurückhaltung zugleich. Bei allem, was war, bei allem Unheil, das Rüd brachte, fand Oswald dennoch einen Grund, ihn zu schonen. Es ist sehr eigenartig. Und sehr bemerkenswert. Welch innerer Quell bringt so viel Güte hervor? Das wüsste ich gerne. Nun, da meine Pflicht hier getan ist, entscheide ich mich für East Anglia. Ich kämpfe für dich, mein König. Erhebe dich, alter Freund. Du beschämst mich. Mach's gut, Finn. Eine kühne Entscheidung. Oswald von Elmenham. Immer für eine Überraschung gut. Hab Dank, Eivor. Bei unserem ersten Treffen schwor ich dir etwas. Ich versprach dir ein Bündnis. Das stimmt. Möge es bestehen, solange ich atme. Dann auf bald, König. Wenn er keiner umbringen kann, also wenn er keinen umbringen kann. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Was bringt er mir? Was drauf ankommt? Kann ich dann auch ihn ziehen? Das war's mit der Hochzeit? Ihr geht alle nach Hause oder was? Nö, wie der König da einfach so durchgeht und in die
die Leute da wegschubst. Weg. Aha, ihr positioniert euch da oben. Wir gehen rein, wa? Er steht hier oben. Mhm. Was für ein Fest! Na, der trinkt mit seiner Stirn. Auch nicht schlecht. Bruder, pass auf Oswald auf, ja? Ja, er gehört nun zur Familie. Und ich könnte nicht stolzer auf ihn sein. Dafür haben wir dir zu danken. Alles Gute. Scheiden wie immer, ne? Das alte Weichherz hat Schneid. Seltsam, dass ich das erst jetzt erkenne. Brodir, ich übergebe Oswald in deine Hände. Beschütze deinen König. Und ruf mich, sollte das jemals nötig werden. Ja, Eivor, ohne einen Moment zu zögern. Gute Reise. Danke, mein Freund. Wir trafen uns bei einem Faustgeplänkel. Und nun sieh uns an, beste Freunde. Valdis. Kannst du nicht noch etwas bleiben, Eivor? Ich sollte gehen. Meine Rabenschar erwartet meine Rückkehr. Ich verstehe. Mach's gut, Valdis. Du hast gut gekämpft und einen würdigen König gefunden. Das habe ich wohl. Alles Gute, Eivor. Danke, Eivor, dafür, dass der heutige Tag wahr geworden ist. Ein Platz für deine Frau, oder was? Ein Traum wurde wahr. Nicht weniger. Ich danke dir für alles. Von ganzem Herzen. Ich werde Halfdan eine Botschaft in den Norden senden. Er wird froh sein, dass endlich ein König auf Est Englas unglückseligem Thron sitzt. Jetzt nochmal hier. Jetzt probieren wir es nochmal. Diesmal laufen wir aber in die richtige Richtung. Wo müssen wir denn lang? Da müssen wir lang. Kann ich abbauen. Warum sind hier so viele Füchse? Wir müssen einfach nur zur Randwehe wieder zurück. Okay. Das mache ich doch gerne. In den Winter. Ach, schon wieder. Und eine Rune, wa? Nee. Hellheimrumpf. Und hier wieder so ein Armreif. Aber wir probieren erstmal hier die Hexe. Wer will was? Du willst was? Denn los hier, Leute. Ich kann nicht ausweichen. Aber der durfte auch seine Attacke nicht fertig machen. Du hast gerade deinen eigenen Kumpel umgebracht.
Oder weißt du? Ah ne, er wartete. Was ist das gewesen? Drei Pfeile verschossen, drei Pfeile wieder zurückgekommen. Sehr schön. Ich probiere es, komm. Die wird immer noch zu stark sein, aber... zumindest mal ausprobieren. Können wir vorher speichern. Noch ein gequälter Huga. Bist du gekommen, dem großen und gewichtigen König Lerion die Ehre zu erweisen? Diesen Mann kenne ich nicht. Er wurde betrogen und ermordet von denen, die seine Freundschaft zurückwiesen. Delia. So, warte doch. Ich bin nicht dein Feind. Dunkelheit soll herrschen. Und du sollst darin vergehen. Göttin, 340, okay. Haben wir 360. Teil meines Knochenbergs. Wir wurden getäuscht. Alle werden büßen. Der Schaden geht eigentlich langsam. Zu starke. Viel zu stark. Also 340, nicht 360. Wenn ich mal 200. Das diebische Paar. Oh, das machen wir mal. Ich muss sehen, was du siehst. Was sehen denn hier? Da oben? Okay. Auftrag ist Auftrag. Ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt davon habe. In diesen täglichen. Sind das jetzt schon 10 oder sind das erst 11? Ach, er ist 8. Jip, jip. Nasenfoto, sehr nice. Komm, noch mal ein Stück. Damit ihr nicht wieder so hin und her erst. Ist das die Kahiti, die einfach nur ein bisschen blöd rumläuft hier? Komm zurück, du widerliche Spinne! Ah.
zustechen! Komm schon! Dampfen! Was ist das? Das überlebst du nicht! Wo sind die zweite? Hier waren doch gerade noch zwei Personen. Oh. Und der Mann. Pfeile habe ich verloren. What? Und die hin? Sieh mal nach, Sünen. Hm. 130. Wie hier drüben oder was? Ich würde eigentlich mal angreifen gehen, wa? 190er. 160. 55. 60. Ja, noch 90er. Gehen wir da an. Angro. Ja, jetzt habe ich es aber auch forciert, ne, da runter zu springen. Und alleine wäre sie da jetzt nicht runtergesprungen. Erst wo ich gedrückt habe, dass sie runterspringen soll. Und dann war ich ja schon in der Luft und dann... Oh. Nicht hier nicht mehr scannen.
Ja, die könnten ruhig ein bisschen mehr Schnellreisepunkte machen, habe ich das Gefühl. Für meinen Geschmack ein bisschen wenig. Und wenn nicht mal eine Hasenpfote dabei, weißt du? Nein. Was denn gerade? Wollte ich denn da gerade daneben schießen? Headshot! Es sind so viele Vögel. Nein. Ich hab deinen Bruder dran glauben. Ist halt so, ne? Fuchsfell könnte jetzt schon langsam wieder genug sein. Ich denke, ich mehr Hasenpfoten. Looten! Lass mich verflucht doch mal! Nee, mein... Nee! Aber nee. Ja, ich bin schon zurück, keine Sorge. So nah brauche ich jetzt noch nicht rangehen. Ist hier irgendwo ein Brunnen oder sowas? Was anderes, wo wir rein dürfen? In einen Gang, ne? Hier vielleicht?
Jungs, ich brauche einen Eingang. Immer einen Eingang. Los, Sühnen. Ja, bei der Grube, wa? Ah, hier, Opfergabe, Blut fließt runter. Da zum Baum? Ne, zum Baum, ne? Ja. Abgewinkelt zum Baum. Warte mal, ich hab ja eine Fackel. Warum nehme ich die einfach nicht? Kann den wirklich nur abschießen, ja? Bei einem Bogen geht das nicht. Ich kann mir keine Fehler.